Suzuki Swift, Baujahr 2009 ungefähr. Und der Tatvorwurf lautet, der fünfte Gang würde auf der Autobahn rausspringen. Und genau das will ich jetzt ausprobieren. Ach, ärgert mich auch. Also tut mir leid für den Kunden, der dann kam ungefähr 100 Kilometer weit bis zu uns gefahren. Ja, und muss halt das Auto zu mir, zu uns bringen wieder, damit wir wirklich, damit wir die Chance haben, einmal nachzugucken, was denn überhaupt los ist. Der Swift hat ja generell hat die Baureihe Probleme mit Getrieben, aber oft jault dann das Getriebe so im ersten, zweiten Gang extrem und dass aber der Gang rausspringt, das habe ich noch nie gehabt oder gehört, aber vielleicht werde ich ja gleich eines Besseren belehrt. So, die ersten vier Gänge funktionieren super, so habe ich noch nichts gemerkt. Ihr seid aber gleich live dabei, wenn ich den fünften Gang reinmache. Ich brauche nur ein bisschen eine Strecke, wo ich ein bisschen schneller fahren kann. So, jetzt aber gleich. Vierter Gang. Und schalten wir mal rüber. Hui. Ja, das ist ja wohl eindeutig. Ja, springt sofort raus. Alles klar. Ist ja wohl mehr als eindeutig. Und da liegt es leider nicht am Schaltgestänge. Springt sofort wieder raus. Da haben wir tatsächlich einen Getriebeschaden. Das fehlte uns natürlich jetzt auch noch. Wenn was kommt, dann kommt natürlich alles auf einmal. Ja, dann überspringt eine Steuerkette, dann kommt ein Getriebeschaden und. Ärgerlich für uns, ärgerlich für den Kunden, weil wir jetzt das Auto auch hier mindestens eine Woche stehen haben. Jetzt müssen wir erstmal das Getriebe rausnehmen und einen Ersatz suchen. Alles doof gelaufen. Hier geht es eigentlich relativ schnell bei dem Auto, das Getriebe rauszunehmen. Es ist komisch, dass der keine Geräusche macht, sondern nur, dass der den Gang halt rauszieht oder rausschmeißt. So, wir wollen jetzt mal anfangen. Wir nehmen mal den Deckel hier ab. Wir haben jetzt schon mal das Öl abgelassen. Das ist schön braun. Wahrscheinlich das erste. Dann haben wir gesehen, dass hier die schöne Ablassschraube. Kurz scharf machen oder lege ich mal auf den Tisch, was da Späne dran sind. Ja, sieht nicht so gut aus. Wir nehmen jetzt den Deckel ab und dann gucken wir uns das mal an. Ich denke, die Zahnräder werden nicht kaputt sein, sondern das wird irgendwie eine Schaltgabel oder sowas sein. Weil der macht ja keine Geräusche, der ist ja nur, dass er den Gang wieder rauszieht. So, wir haben den Deckel jetzt hier abgenommen und jetzt sieht man hier schön, also das hier vorne ist der fünfte Gang. Und wir machen jetzt mal die Bewegung von Leerlauf in den fünften. Mach mal bitte, ja? Ja, so funktioniert das. Mach mal hin und her, ein paar Mal. Da sieht man, also so ist Leerlauf und so ist der fünfte. Und beim, ja, irgendwo ist da der... Also die Zahnräder sind heile, daran liegt es nicht, sondern die komplette, diese Schaltgabel, die Mechanik davon, die wird irgendwie innen drin ausgefranst, abgenutzt sein, dass er einfach den Gang nicht drin hält. Und dafür muss leider das komplette Getriebe raus und zerlegt werden. Das lässt sich nicht vermeiden. Und zack, zack, Getriebe haben wir ausgebaut. Die Kupplung ist auch nicht mehr die beste, also so jetzt augenscheinlich, da habe ich den Kunden schon angerufen, die machen wir auch neu. Ja, die ist auch schon ein bisschen bläulich und hier so ein bisschen eingelaufen vom Ausrücklager. Wenn man einmal das Getriebe raus hat, ist es ja nur 2 Minuten mehr Arbeit
Hier ist die neue Kupplung. Hier ist das Getriebe. Wir haben uns jetzt entschieden, also bevor wir das groß auseinandernehmen und probieren, das zu reparieren. Wir haben direkt ein Austauschgetriebe geordert. Das soll heute noch kommen, weil der Kunde das Auto braucht und wir den wieder schnell hier loswerden wollen, das Auto, damit wir uns lukrativeren Sachen zuwenden können. Das Getriebe hat hier den Kennbuchstaben ZN3. Da gibt es, glaube ich, 5 verschiedene. Also da muss man auch genau drauf achten. Dann sind die ultra schwer zu kriegen. Und wenn man sie kriegt, so wie jetzt im Austausch, extrem teuer. Also für so ein kleines, altes Getriebe extrem teuer. Ne? Jetzt kostet das mit Versand, glaube ich, knapp 600 Euro. Kann man nicht ändern, ist so. Gibt schönere Sachen. Wir hoffen, dass es gleich kommt und dann hoffen wir noch mehr, dass es funktioniert und wir das Auto hier wieder rauskriegen. Und siehe da, schönes neues Getriebe. Also was heißt neu? General überholt. Das war ratzfatz da. Ich habe es am, wann habe ich es bestellt? Montag. Heute ist Mittwoch. Und gestern kam es schon, also gestern Nachmittag. Das war eine Firma aus Polen kommen die. Die haben sich darauf spezialisiert. Der hatte noch bestimmt 15 oder 20 andere Getriebe im Auto, die er noch ausliefert. Also muss der Laden gut laufen und wir hoffen, dass es funktioniert. Mindestens nochmal 100.000. Öl haben wir noch nicht drin, da kommt 3,2 Liter Öl, glaube ich, rein. Und noch ja, die Antriebswellen, ein paar Schrauben noch. Und dann machen wir auch schon eine Probe. So, Auto ist zusammengebaut. Jetzt kommt die Probefahrt. Aber was sich jetzt auf den ersten Metern schon rausgestellt hat, dass es schon mal das Getriebe schaltet. Jetzt leuchtet noch hier die Traktionslampe. Aber die wird jetzt nach 20 Metern ausgehen. So, was ich hier feststelle, ist nur Positives. Alle Gänge funktionieren super. Ohne Probleme. Ich mache jetzt auch noch mal den 5. rein. Zack, 5. Ast rein. Getriebe macht keine Geräusche. Auto zieht gut, fährt gut, schaltet gut. Alles super. Freut uns. Freut nur nicht unserem Geldbeutel, aber was sollen wir machen? So ist es halt. Ja, was haben wir daraus gelernt? Eigentlich haben wir da nichts draus gelernt. Nur wo man schnell ein Getriebe herkriegen kann. Ja, wir haben auf jeden Fall den Wagen, als wir den gekauft haben vor ein paar Monaten, haben wir den von weiter her abgeholt und sind auch auf der Autobahn gewesen. Und da hat auf jeden Fall der 5. Gang funktioniert. Also die Kunden haben das Auto auch von weiter her abgeholt. Und da sind sie auch auf der Autobahn gewesen. Und da hat auch die Schaltung gut funktioniert. Also es war wirklich jetzt Pech beider Seiten her. Ist ein Aufwand für den Kunden. Muss uns das Auto vorbeibringen, also kann es jetzt wieder abholen, muss sich einen Ersatzwagen besorgen und und. Uns hat es jetzt so mit Arbeitszeit um die 600 Euro gekostet. Man kann es halt nicht ändern. Man kann sich auch zu Hause ins Bett legen und heulen, aber das wollen wir ja nicht. Ja, es ist wie es ist. Auto funktioniert, Kunde ist glücklich, hoffe ich. Also ich habe es ihm noch nicht gesagt, aber wird glücklich sein. Eine neue Kupplung ist auch drin. Das war's dann hiermit und tschüss.